So, ihr habt doch bestimmt schon mitgekommen, dass einige große YouTuber, die sich Turtle und auch Adi nennen, ja, an einer EP gearbeitet haben. Und die ist jetzt nach ungefähr 5 bis 6 Monaten fertig geworden. Und ja, Turtle und Adi verfolge ich selber, also Adi eher weniger, aber Turtle verfolge ich seit einiger Zeit schon. Abgesehen von der Musik jetzt auch normal als Let's Player, aber da ich auch sehr selbst sehr interessiert an Rap bin, also an Rap-Musik, am Hip-Hop-Genre quasi, habe ich Turtle auch in der Hinsicht auf jeden Fall auch ein bisschen verfolgt. Irgendwie kommentiere ich gerade total lustlos und langweilig. Kann das sein? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Ach Leute, was ist denn los? Ich denke mal, das liegt daran, dass hier gerade so wenig zu tun ist. So. Ja, ich verspreche euch, wir machen das jetzt schnell und dann gehen wir auch wieder... Ich hatte doch das Inventar voll. Dann gehen wir auch wieder interessanteren Dingen nach, denn ich habe jetzt für die Aufnahme auf jeden Fall was geplant, was wir unbedingt durchziehen müssen. Und ich habe schon so oft von geredet, Commercial, Commercial, Commercial. Und ich will das jetzt machen. Ich sag euch, ich mache das jetzt in dieser Aufnahme. Und ich hoffe, ich kann das halten. Und die Kisten sind ein bisschen zu voll. Das wird nicht passen. Props, props. Warum schwirrt man das Ganze in dem Kopf rum? Ich weiß nicht. So, das waren auch die letzten Kistos. Ist das Kies? Geil, wir haben Kies. Danke. Hat sich doch gelohnt. So, bauen wir alles zu. Verdammt. So. Oh, da ist noch Glas. Ja. Ach komm. Einfach. Weil es da nicht hinpasst. Ich will das nämlich so quasi, dass das so eine verlassene Mine wird. Taluda McCoy in Germany. Okay. Freut mich, dass ihr ein Baby gemacht habt. Haben wir mehr Population. Bringt uns zwar nicht viel, aber naja. Ne, ich find's trotzdem cool. Das ist echt cool. Aber ich überlege, was könnte man da noch was Geileres draus machen? Ja, natürlich wäre es geiler, wenn die Kinder bei ihren Eltern wohnen, bis sie erwachsen sind. Und nicht, dass sie direkt in ein eigenes Haus müssen. Das finde ich ein bisschen, ja, ein wenig weit weg von der Reality. Boah, diese Höhlensounds in dem Resource Pack. So ein bisschen strange. So, und ich mache jetzt Folgendes, denn da es ja eine Mine ist, die wir nicht mehr betreten werden, ich kann das nicht in die Mitte bauen, schade. Warte mal, dann mache ich das so. Do not enter. Ne, ich mache das lieber auf Deutsch. Sturzgefahr. So, und das, ja, verlassene Mine, Einsturzgefahr sieht man ja auch. Und ja, ich finde das nice. Ich finde das cool. Und jetzt können wir hier weiter graben. Und mir ist was in der Aufnahme aufgefallen. Wir haben das nicht fertig gemacht. Wir tun einfach mal so, dass das Feuer schon so war. Lalalala. So, Leute. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Das ist von der Mitte her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bereit.
So, 9. Warte mal, ich muss mir ganz kurz die Koordinaten angucken. 175. 174. Das heißt, ich baue jetzt bis 174 und dann baue ich 9 Blöcke. Warte mal. Muss ich mal ganz kurz konzentrieren, deswegen werde ich jetzt nicht kommentieren. Einen Moment, 174, ne? 174. Lalala. So, 174. So, hier ist die Wand von dem einen Dings. So, und hier wird schon das erste Feld sein, das bebaut wird quasi. Und jetzt können wir erzählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und dann wird hier der Eingang sein. Na, da nicht. So, schau ich mal ganz kurz, wie tief geht der hier rein. 1, 2, 3, 4, okay. Machen wir das halt genauso. 1, 2, 3, 4. Ich muss mir noch spontan eine Möglichkeit überlegen, wie ich das am besten machen kann. Jetzt mit dem ganzen Kram hier. Tada. Was? Was ist das denn hier? War das mal die alte Erzader hier, die wir nicht mehr haben? Oder das wird uns auch auf ewig verfolgen, ne? Ach ja, ach ja, ach ja. Machst ja nix. Was wäre echt cool, wenn wir hier andere Erze hätten. Aber ich will jetzt nicht übertrieben viele Mods haben, weil es bezieht sich ja eher mehr auf SimCity. Naja, vielleicht mehr Erze wäre vielleicht auch realistisch. Na, weiß ich nicht. Aber jetzt ist eh zu spät, weil man die vor der Weltgenerierung schon haben sollte, die Mod. Sonst könnte es zu Problemen kommen. Zu Props. Das sind dann wiederum andere Props als die, die ich vorhin meinte. Oh, Leute. Also Minenarbeit und so ist nicht meins. Also doch, ist doch meins, aber ist dann doch irgendwie nicht so mein Fachgebiet, wo ich viel sprechen kann. Deswegen suche ich gerade das richtige Lied raus. Aber ich finde es nicht. Verdammt. Mist, Leute. Ich will doch nur... Okay, das ist gut. Denn ich habe ein chilliges Lied gesucht. Denn ich habe... Ja. Fetisch für das Wort. Denn... Nein, ich habe... ein Thema... über das ich mit euch sprechen möchte. Denn es handelt sich diesmal um... ja. Musik. Ein wichtiges Thema in der gesellschaftlichen Kultur. Aber jetzt hier auch speziell auf YouTube bezogen, denn ihr habt doch bestimmt schon mitbekommen. Huch. Verdammt. Einen Moment. Na, 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 da, 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 da. So, ihr habt doch bestimmt schon mitbekommen, dass einige große YouTuber, die sich Tuddle und auch Adi nennen, ja, an einer EP gearbeitet haben. Und die ist jetzt nach ungefähr 5 bis 6 Monaten fertig geworden. Und ja, Tuddle und Adi verfolge ich selber, also Adi eher weniger, aber Tuddle verfolge ich seit einiger Zeit schon. Abgesehen von der Musik jetzt auch normal als Let's Player, aber da ich auch sehr interessiert an Rap bin, also an Rap-Musik, am Hip-Hop-Genre quasi, habe ich Tuddle auch in der Hinsicht auf jeden Fall auch ein bisschen verfolgt und auch immer gerne seine Songs nachgerappt oder so, whatever,
Aber es ist dunkel. Und ja, deswegen finde ich es auf einer Seite gut, dass er jetzt dieses Album rausgebracht hat mit, mit Adi und Marley. Marley produced die Hits. Und, warte mal, wie habe ich das denn hier gemacht? Ich glaube, das war so, ne? Und dann das hier war so. Und so. Ja, oh, das nervt mich ja, dass ich das nicht aufsammeln kann. Warte mal, ich mache das am besten so. So, zack. Und ja, auf einer Seite finde ich das gut, dass die jetzt endlich die Chrome EP fertig haben und ja halt jetzt mehr oder weniger ins Musikbusiness eingehen. Auf der anderen Seite aber echt wiederum schade, dass die beiden jetzt quasi kein YouTube mehr machen, kann man so sagen. Tunnel versucht noch mehr oder weniger das auf die Reihe zu kriegen, aber das wird meines Erachtens sieht's da nicht gut aus. Also ich habe echt das Gefühl, dass die beiden wirklich jetzt eher auf Musik gehen. Das Gefühl hatte ich aber schon vor 3 Monaten. Und ja, es ist schade, aber ich finde es cool, weil die Jungs machen richtig geile Musik, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Ich bin richtig geflasht von dem Ding. Ich hatte noch nie ein Album, bei dem ich so süchtig geworden bin. Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, warum. Es ist einfach, keine Ahnung. Ich finde es einfach richtig nice. Und die ersten Tage, als ich mir das Album gekauft habe. Oh, ja, guten Morgen. Die ersten Tage, als ich mir das Album gekauft habe, boah, da bin ich. Ich bin von der Schule gekommen und habe mich einfach gefreut, das Album weiterzuhören. Den ganzen Tag habe ich mir das reingezogen. Ah ja, du brauchst mal Bruchstein. Und, oh. Es ist einfach extrem nice. Und wenn ich die Lieder hier als Hintergrundmusik verwenden dürfte, würde ich jetzt auch welche einblenden, aber das darf ich natürlich nicht. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch das zu gönnen. Also kauft euch diese EP unbedingt. Einmal um die Jungs zu unterstützen und auf jeden Fall, weil es eine richtig geile Mucke ist, die da auf die Beine gestellt haben. Ja, Props. Gut, 1, 2. In welchem Abstand mache ich das denn? Ich muss einmal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist natürlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach's in 4er Abständen einfach, komm. 2, 4. Nein, hier ist 4. Wird zwar ein bisschen asymmetrisch. 1, 2, 3, 4. Ist aber nicht so schlimm. So. Kann mal anders hinsetzen hier. Oh Gott. Ja, und wie gesagt, ich find's auf jeden Fall richtig nice, wie die das machen. Und ja, werd die da hinsichtlich der Musik auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich muss auch sagen, dass sie sich auf jeden Fall gut bewährt haben, weil es gibt viele YouTuber, die schon irgendwie mit Musik angefangen haben, aber das ist auf jeden Fall anders bei denen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Es kommt halt eher dem richtigen Musikgenre nahe, nicht so wie bei anderen YouTubern, die ja, das erfolglos versucht haben. Naja, hat halt nicht jeder die Magic Fingers. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Magic Fingers komme. Aber okay. So, jetzt stehe ich vor einem Problem. Ich drücke mich immer davor, aber komm. Ich weiß nicht. Ich brauche jetzt mal eine Mining Box. Warte. Die ging doch so, oder? So. Ein Moment. Ja. Ich muss ja auch einen gewissen Bereich haben, damit ich auch sehen kann, wie tief das gebaut wird.
Reicht das, wenn das auf Höhe 2 ist? Ich weiß ja nicht. La 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 la. So, ich zähle erstmal, wie weit das nach da geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Verdammte Scheiße. Was? Ne. Ne. Du willst mich doch. Nein. Wir haben unseren zweiten Tod erlebt. Ach komm. Und dann auch so spontan. Warum? Warum? Unseren ersten Tod hatten wir in der ersten Folge und jetzt... Oh mein Gott. Wir haben so oft... Oh nein. Das Update war doch gefährlich. Scheiße. Wie soll ich da runter? Da sind so viele verdammte Monster. Mist. Ich hätte die Schilder beachten sollen. Da stand doch, nicht betreten. Jetzt weiß ich warum. Da hatte nichts mit Einsturzgefahr zu tun. Hatte mit Absturzgefahr zu tun, sondern Scheiße. Mann. Nein. 41 Level oder waren es 41? Ich glaube schon. Oh nein. Verdammt. Boah, und ich hab nur überlegt, boah, das Skelett wird uns jetzt bestimmt treffen. Soll ich jetzt runter oder nicht? Soll ich jetzt hier weg? Aber ich musste weiter. Nein. Oh, komm. Gut, wir gehen jetzt nochmal runter und regeln das schnell. Während ich ein Schlückchen trinke. Alter, da kommst du doch nicht runter. Ich werde jetzt sowas von sterben. Ich sehe nämlich gar nichts. La 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 la. Das Leben ist schön. La 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 la. Ich werde abgeschossen und sehe sowas von gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Und ich habe ein Schwert, aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht mehr, ob ich alles hab, aber ich gehe jetzt wieder hier hoch und werde sterben, weil ich von einem verdammten Skelett abgeschossen werde. Alter, komm schon. Jetzt muss ich das auch schaffen. Komm schon, ein halbes Herz, verdammte Sch... Geht der überhaupt hoch? Boah, ich rede gerade überhaupt nicht, weil ich richtig gestresst bin. Ich weiß nicht, ob man das mal... ob man das merkt. Alter, Finne. Komm schon, bitte, komm. Geh hoch da. Oh, dieses Skelett, ne? Oh Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, was war das denn? Alter. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas verloren haben. Gott, im Himmel. Ich pack mal eben alles hier in die Truhe. Alter Junge, was war das denn für eine Scheiße? So. Ja, das tue ich mal eben da rein hier. Zack, zack, zack. Ja, gut. Ach, eine Spitzhacke brauche ich noch. Alter. Das war actionreich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Gut, das müssen wir uns merken. 20 Meter tief. So, warte mal. Da-dam, da-dam. So, breit ist ja 9 mal 9. 9 plus 9. 9 mal 9. So.
Ich bin echt froh, wenn wir wieder aus der Mine raus sind. Aber naja. Da müssen wir auch durch, sonst haben wir keine Erze. Und die sind doch relativ wichtig. Und wir haben davon irgendwie gar keine. So, und die Schilder werde ich jetzt für immer beachten. Denn das war eine Erfahrung fürs Leben. Einfach. So, schnell das Wasser mitnehmen. Tschüss. Nein, warte. Tschüss. Alter. So, ich bin gleich wieder für euch da. Ich muss eben das hier alles einsammeln. Und dann muss ich doch einfach mal... Busch rein.